Hallo liebe Campingfreunde, heute zeige ich euch eine Heckplattform, mit der ihr Motorräder oder auch Roller transportieren könnt. Wir haben sie hier an einem Nugget Plus verbaut und ich erkläre euch jetzt das System. Zunächst mal montieren wir das Ganze. Rechts und links sauber ansetzen. Dann kann man es anheben und reinschieben. Es geht eigentlich mit ein ganz klein wenig Übung prima alleine. Bevor ich es montiere und ranschiebe, stecke ich noch den Stromstecker ein. So, danach schieben wir das System ran. So, ihr werdet euch hier wundern, dass dieses Auto keine Anhängerkupplung hat. Und zwar sollte dieses Fahrzeug zwingend unter 6 Meter Länge bleiben, damit es auf der Fähre keine unnötigen Kosten verursacht. Wir haben das System jetzt so montiert, dass es genau 5,99,5 Meter zu Ende ist. Ja, als nächstes werden dann seitlich die Steckverbindung reingesteckt, um das Ganze zu sichern. Nummer 1. Und Nummer 2. Und die beiden Verschlusshebel. Und der zweite. So. Jetzt ist das Ganze schon fertig montiert. Gesichert wird das Ganze noch durch 2 Splinte. Und hier haben wir die Auffahrrampe. Steckt man da dich rein. Ja, in diesem Fall soll ein Roller transportiert werden. Also der Träger hat 6 richtig super Verzurrösen, um eigentlich fast jedes Fahrzeug darauf zu verzurren. Der Kunde muss hinterher, wenn er seinen Roller passend postiert hat, noch diese Schiene für das Vorderrad montieren. Wahrscheinlich wird er mit eingeschlagenem Lenkrad hier hinterher stehen, um etwas mehr Abstand von der Rückwand zu bekommen. Und das wird dann halt noch passend postiert. Und was speziell für Roller eine tolle Sache ist, ist der patentierte Rollerspanner von der Firma Fiedler. Und zwar, ich simuliere mal in Ermangelung eines Rollers das Trittbett. Ein Roller hat ja immer hinten einen Sitz, vorne einen Lenker und in der Mitte ein Trittbrett. Diesen Spanner gibt es für glatte Trittbretter und auch für Trittbretter mit Mitteltunnel. Man entfernt zunächst die Schraube. Dann werden beide Hebel geöffnet und die Ketten eingehängt. Einmal, zweimal. Das liegt jetzt beim Roller schon mal ganz locker auf dem Trittbrett auf. Dann werden die geschlossen und jetzt geht der Roller in die Federn und wird gespannt. Einmal die eine Seite, einmal die andere Seite. Jetzt muss ich die Finger schon wegnehmen. Und wie man es hier an dem Karton gut simuliert sieht, ist der Roller hinterher fest. Dann noch die Verschraubung zur Sicherung. Ja, also so ist es richtig stabil. Ich würde noch zusätzlich zur Sicherheit halber hinten und vorne vielleicht auch noch 2 Spanngurte befestigen. Und ja, also ich finde, das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, 160 Kilo hält das. Das kann auch der Nugget Plus vertragen. Zur Sicherheit haben wir bei diesem Fahrzeug eine Luftfederung von Goldschmidt verbaut. Die würde ich immer empfehlen, wenn man so schwere Sachen hinten transportiert. Und wenn man möchte, dann können wir das Fahrzeug auch noch um weitere 100 Kilogramm auflasten. Ja, weitere Infos zum Produkt findet ihr wie immer bei uns im Onlineshop nuggetstore.de. Und bei weiteren Fragen dürft ihr mich auch jederzeit gerne anrufen. Wir sehen uns.